Am Sonntag in der Früh zieh ich mein Jacken raus und fahr mit meinem Findvario aufs Feld hinaus. Hinten dran ein Kreiselmähwerk, 15 Meter breit, da bin ich der Kini und Mama, ich wart. Ich bin der siebte Joystick Find und hab mein Heu schon gewinnt. Yeah. Geh, was machst du mit dem Klump? Jetzt kommt's einmal zu mir. Ich hab nämlich daheim einen riesengroßen John Deere. Hinten dran einen Muldenkipper, grad so breit wie die Straße. Da wird jeder Trucker mit seinem 40 Tonnen blass. Ich bin der Hirschhauser Xaveri und hab einen John Deere. Ich fuhr den Deutschland hin und dann saf ich einen Kaffee, bevor ich nachher zu die Seite zum Essen rausgeh. Danach lau ich mein Land zum Hängen, mis Bräuter dran und strah ganz gemütlich die drei Tage Werk an. Ich bin der Wohngestiften Franz und hab einen alten Land. Setz auf Energie, das bringt mir einen Ertrag. Sogar mein Scheißdreck wird verwertet in der Biogasanlage. Mit dem Nachbarn habe ich investiert in 10.000 Sau. Hey, da wird schauen, das wäre ein Monumental Saustallbau. Ich hab die Lage der Kind und vor ein Vario. Ja. Ah, da schaut's ihm nicht an. Er setzt auf Energie, sein alter Bauernhof schaut aus, als wäre Vorstadtindustrie. Bei mir daheim, da ist alles Bio, ich hab bloß 2000 Sau, die kriegen einen Gensoja aus Amerika, garantiert Bio-Anbau. Ich bin der Hirschhauser Xaveri und hab ihn schon. Thank you. Hey, Respekt, der kennt sein Haus, hä? Seid ihr lauter Landmaschinenmechaniker? Ich hab ein Bock hier und sei, weil mir gelangt das auch. Schlachten da die selber, wenn ich nicht war. Hähner hab ich Gänse, hab ich Ratzen und Mais. Und der blöden Katzenteufel, der's nicht fangt mit Fleiß. Ich bin der Wohngestiften Franz und hab einen Christen. Bauern sind wir alle drei, vergleichen kann man's nicht. Der eine schaut auf Natur, der andere schaut das, was geht. Was bleibt dann anders über? Schwimmst mit oder saufst ab, wenn's nicht investierst. Was wohl ein Fließbandl-Job, da geht da sicher was ab. Dein China-Bulldog. Na dann ist wirklich nimmer schön, musst zu Fuß ins Wirtshaus gehen.